Das heißt, es kann losgehen zu 48 Minuten Football hier im Dante-Stadion in München. Und der Ball ist jetzt unterwegs. Aufgenommen von Thompson an seiner 10-Yard-Linie. Return über die 20, die 25, die 30, kommt bis an die 35-Yard-Linie. Das könnte auch bei der Beurteilung, ob dritter oder vierter Versuch ausgespielt werden, eine Rolle spielen. Engelmann, Pass auf die linke Seite, Touchdown, Munich Cowboys, Lorenzo Thompson, 6:0. Erster GFL-Touchdown für Lorenzo Thompson. Da sah im ersten Augenblick sehr viel Platz aus und den darfst du an der Goal-Line eigentlich nicht hergeben. Thompson auch jemand eher, der über seine Quickness kommt, über seine Schnelligkeit. So, Extrapunktformation auf dem Platz. Kicker ist Baris Daza, Snap ist schlecht, Engelmann steht auf. Engelmann auf der Flucht, Fire und der Pass ist gefangen, Two-Point-Conversion ist gut, 8:0 München. Das war der Tight End Manuel Hutter. Zweiter Versuch und zwei. Rowell geht jetzt selber, hat Platz in der Mitte, hat das First Down und das wird der Touchdown für die Saarland Hurricanes. Gut improvisiert von Rowell, von dem es natürlich nicht viel Tape gab. Pass auf die linke Seite, komplett und Touchdown Saarland Hurricanes. Das war wieder Marian Menden. Mal schauen, was jetzt kommt. 34 Yard Fico versucht, der Snap passt, der Kick ist unterwegs. Und der Kick ist gut, 11:12. Rowell schaut über die Mitte, Touchdown Hurricanes. Menden. Ja, das war ein Touchdown auf die Backside, auf der Playside quasi Curl Flats gespielt und Menden dann isoliert auf der anderen Seite bekommen. Rowell hat den Ball, der ist gefangen zum Touchdown. Jan Pietsch. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie der Ball da durch vier Verteidiger durchgegangen ist. Vielleicht hat Rowell die Ahnung auch nicht, ist aber egal, weil es ein Touchdown. Wir sehen nochmal den Pass. Ja. Also kann es eigentlich nicht viel besser verteidigen, ne? Also das müsste Dominik Titz gewesen sein, der da eigentlich am Gegenspieler war. Und ja, ich weiß, ein Spielglück ist so ein Begriff, aber das war ein bisschen Pech. Ja, ist ein bisschen Trail-Technik, aber ich finde, er macht das gut und das ist halt einfach, ja. Sehr guter Spot für den Ball, sehr konzentriert davon. Münchner machen Druck und der Quarterback wird getackelt. Ist das ein Safety? Was sagen die Schiedsrichter? Safety! Campbell kam da als Edge-Rusher, er war aber nicht der Einzige, der durchgekommen ist. Was eine Wendung! Es ist kein First Down, es sind Punkte für die Cowboys. Die Frage war, ist der Quarterback mit dem Ball noch rausgekommen? Es ging nur um den Ball. Und keine Chance. Der versucht ihn noch rauszuhalten, aber das hat scheinbar nicht gereicht. 13:24. Pass in die Endzone und der ist gefangen zum Touchdown. Und das war Fuchs. Menn ist der Holder, der Kick ist unterwegs. Der Kick ist gut. 31:13. Auf wie viele Yards Strafen sie am Ende kommen? Es werden über 100 sein, easy. Also das, da müssen sie dran arbeiten. Ansonsten war das eine souveräne Vorstellung dafür, dass der Quarterback das erste Spiel der German Football League gemacht hat. Rowell auch ein guter Job, hat die Bälle nett verteilt und Saarland hat ja auch keine schlechte Offense gezeigt. Genau, also die Saarland Hurricanes empfangen nächste Woche die Straubing Spiders, die dann die Woche drauf hier nach München kommen. Die Munich Cowboys fahren nächsten Sonntag ins Allgäu nach Kempten und werden dann dort versuchen, die nächsten zwei Punkte zu holen. Wir sind in zwei Wochen wieder am Start gegen die Straubing Spiders.
Ja, wer nichts Besseres, wer nichts anderes zu tun hat, es läuft in Braunschweig, gerade Braunschweig gegen Schwäbisch Hall, auch hier im Game Pass auf Sport Deutschland TV. Also wer da rüberschalten will, viel Spaß.